Ja, passend zum Thema haben wir euch heute einen Song mitgebracht für unseren Gesundheitsminister, den Herrn Spahn, der ja hier wieder auf Wahlkampfshow ist. Geht auch in Pflegeheim, um sich da zu erkundigen, wieso der Stand der Dinge ist. Ist ja sehr interessant, hat aber die ganze Pandemie über nichts gemacht, dass der Zustand dort besser wird. Ich bin übrigens Pflegekraft, ne? So, testen wir mal. Schau, guck mal, ja. Ja, funktioniert. Komm doch mal ein bisschen näher. Singt den Spahn ein Lied, ja? Jawohl. Ready? Steady. Go. Sicheres Leben, sicherer Plan. Wir hören artig auf die Worte von Herrn Spahn. In der Tagesschau spricht man von Gefahr. Dass es niemals mehr so sein wird, wie es war. Niemals fällt mir schwer, die ganze Nummer zu verstehen. Ist wohl das Beste mit der Erde. Meine Kneipe lebt nicht mehr, diese Regeln drücken schwer. Beim Lockdown fließt kein Bier und dem Wirt bleibt bloß Hartz IV. Im Wohnblock heißt es jetzt, jeder wird sofort verpetzt. Wer die Regeln ignoriert, wird mal eben aussortiert. Sicheres Leben, sicherer Plan. Wir hören artig auf die Worte von Herrn Spahn. In der Tagesschau spricht man von Gefahr. Gefahr, Gefahr! Dass es niemals mehr so sein wird, wie es war. Niemals! Fällt mir schwer, die ganze Nummer zu verstehen. Ist wohl das Beste, mit der Herde mitzugehen. Auch die Masken sind nicht schön. Fällt mir schwer, mich zu gewöhnen. Doch wenn es die Regierung will, dann fügen wir uns brav und still. Meine Meinung sag ich nicht, die behalte ich für mich. Was wir wollen, interessiert doch nicht. Wir hören drauf, was die Mutti spricht. Sicheres Leben, sicherer Plan. Wir hören artig auf die Worte von Herrn Spahn. In der Tagesschau spricht man von Gefahr. Gefahr, Gefahr! Dass es niemals mehr so sein wird, wie es war. Niemals! Fällt mir schwer, die ganze Nummer zu verstehen. Ist wohl das Beste, mit der Herde mitzugehen. Ich beginne zu verstehen. Unsere Zukunft, die wird schön. Die Spritze aus der Geldfabrik bringt uns das Leben schnell zurück. Unsere Gene springen dann vielleicht auf 5G-Impulse an. Wer weiß, marschieren dann in Reih und Glied und singen unser Lieblingslied. Sicheres Leben, sicherer Plan. Wir hören artig auf die Worte von Herrn Spahn. In der Tagesschau spricht man von Gefahr, dass es niemals mehr so sein wird, wie es war. Niemals fällt mir schwer, die ganze Nummer zu verstehen. Ist wohl das Beste, mit der Erde mitzugehen. Ist das wirklich, was ich denk? Ist die Spritze ein Geschenk? Ich grätsch da jetzt mal richtig rein, will keine Marionette sein. Freiheit ist ein hohes Gut, und was wir brauchen, das ist Mut. Wir holen uns unser Recht zurück, es geht um unser Lebensglück. Also, gehen Sie nach Hause, Minister Spahn. Wir haben fertig mit Ihrem Wahn. Den Drosten und den Dealer nehmen sie auch gleich mit. Das wäre endlich mal ein richtig kluger Schritt, Schritt, Schritt. Und die Merkel und den Scholz und den Lauterbach. Und die ganze Regierung ist uns auch zu schwach. Gehen Sie nach Hause, Minister Spahn. Wir haben fertig mit Ihrem Wahn.
Genossen und den Dealer nehmen sie auch gleich mit. Das wär endlich mal ein richtig kluger Schritt, Schritt, Schritt. Und die Merkel und den Scholz und den Lauterbach und die ganze Regierung ist uns auch zu schwach. Sollen wir noch eins, oder? Ja, hopp, hopp, hopp. Ja. 680 Kilometer gefahren. Und eine Zugabe? Ja. Zugabe! 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 Ja, was machen wir denn noch? Ein Happy Song? Grapefruit? Julia Engelmann. Nein, ich drück mal ganz kurz an Schluck. Da heute Morgen Frühstück. Heute war ein schöner Tag. Alles gut, dann nehmen wir, lassen es so. Ja, wir sind schon. Wir nehmen zusammen eins. Wir kriegen das hin, ne? Man weiß so nie. Ich eigentlich auch nicht. Eins, eins. Ich weiß gar nicht, was ist. Daddy? Über dir hängt Schwermut an der Wand, wie eine sehr alte Girlande und ein Meer aus Elefanten und Betonluftballons dran, die geformt sind wie Monster. Wie andere Edelparfum trägst du einen düsteren Blick, so düster Lana Del Rey, wär sicher neidisch auf dich. Du sagst, dass das dein Schicksal ist, dass du ab jetzt für immer traurig bist, doch sorry, daran glaub ich nicht. Denn weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird ein schöner. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird ein schöner Tag. Komm, wir machen mal das Fenster auf, das Radio aus. Lass frischen Wind herein und alle alten Zweifel heraus. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Und heute gibt es Grapefruit zum Frühstück. Siehst du, ich verstehe dich. Das ist erstmal nur eine These, doch ich glaube, ich verstehe dich. Es ging mir schon mal ähnlich wie dir. Vielleicht weiß ich auch zu wenig über dich. Doch dein trauriges Gesicht, das erinnert mich an mich. Du erinnerst mich an mich. Denn weißt du, letztes Jahr in etwa, in genau dem gleichen Zeitfenster wie jetzt, hab ich mit stumpfen Schwertern mich und auch Gespenster bekämpft. Ich lag jeden Tag nur im Bett und hab mir Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was ist bloß der Plan auf der Welt? Aber all das Kopfzerbrechen, die gefährlichen Gefechte und Duelle gegen mich zerrten sehr an meinen Kräften, bis ich mir mit weißen Flaggen nachts den Frieden angeboten hab. Weil ich, wenn ich gewinne, auch am Ende bloß verloren hab. Ich wollte immer wie die anderen sein, nur dass das absolut nichts bringt und dass das absolut nicht geht, weil es die anderen ja schon gibt. Der Tag, an dem das klar war, war für mich der erste Neubeginn. Und heute kann ich sagen, dass ich meine beste Freundin bin. Denn weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird ein schöner. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird ein schöner Tag. Komm, wir machen mal das Fenster auf, das Radio aus. Lass frischen Wind herein und alle alten Zweifel heraus. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich.
Und heute gibt es Widerstand zum Frühstück. All die schönen Dinge auf der Welt, das kann kein Zufall sein. Da hat es Mutter Erde mit uns Menschen ganz schön gut gemeint. Zeit vergeht zu schnell, um an Gedankenmonstern zu verfallen. Und was du von dir hältst, das entscheidest immer du allein. Und Umarmung und Blumen und im Sommer Regen, Duschen, guck mal, schwimmen, atmen, lesen, schlafen, Freunde und Momentaufnahmen, lieben, lachen, kochen, tanzen, Weihnachten, wie nice das ist. Und dann auch noch begreifen, dass du deine eigene Heimat bist und dann noch singen. Und wir beide in der Küche und noch Coldplay. Und vor allem Widerstand zum Frühstück. Und eins noch, mit einem Beinbruch gehst du auch zum Orthopäden. Also kannst du ja vielleicht mal mit einem Psychologen reden. Deshalb bist du nicht verrückt, also auch nicht mehr als ich. Nimm deine Summertime Sadness ab und zeig mir dein Gesicht. Und ich will dir so vieles sagen, wie zum Beispiel, du musst Phasen wie gerade nicht ertragen, nicht mal heimlich. Hör nicht auf die Zweifel, denn du bist nicht alleine hier. Und alles geht immer weiter, so wie wir. Denn weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird es schöner. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird ein schöner Tag. Komm, wir machen mal das Fenster auf, das Radio aus, lass frischen Wind herein und alle alten Zweifel heraus. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Und heute gibt es Widerstand zum Frühstück. Und weißt du, Lügen werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, wenn man ein Politiker fragt. Weißt du, Lügen werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, wenn man ein Politiker fragt. Dann weißt du, Lügen werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, wenn man ein Politiker fragt. Weißt du, Lügen werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, wenn man ein Politiker fragt. Komm, wir machen mal das Fenster auf, Politiker raus, das frischen Wind herein und alle alten Zweifel heraus. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Und heute gibt es Grapefruit zum Frühstück. Denn weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird ein schöner. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute ist ein schöner Tag. Dankeschön. Herzlichen Dank für diese wunderschöne musikalische Darbietung, auch mit einem schönen Text. Der Herr Spahn wird sich bestimmt freuen.